Hey Anadi, schön, dass du Hi. dir die Zeit nimmst. Schön, dich mal zu sehen Gerne. in live. Und du bist ja hier, um deine eigene Session beim Corporate Learning Practice Camp, so ein schöner kurzer Titel, Definitiv. vorzustellen. Wie heißt denn deine Session? Hat die einen besseren Titel? Ja, so einen richtigen Titel. Also wir machen Impro-Theater, Improvisationstheater, und zwar, dass wir eben kleine Elemente rausnehmen, die man dann zum Beispiel, das bleibt gerne offen, da werde ich mich auch ein bisschen nach der Gruppe richten, nach den Interessen, zum Beispiel zum Check-in nehmen kann, wenn man ein Team-Meeting hat oder einen Workshop oder ein Training oder zum Check-out oder auch zum Teambuilding oder worauf eben die anderen auch gerade Lust haben. Sehr cool, Deswegen, das das ist noch offen. klingt so, als ob wir da auch alle gut selber entscheiden können, was wir wollen oder brauchen. Das heißt, hast du irgendwie ein konkretes Ziel, was die Teilnehmer damit rausnehmen sollen? Also einmal auf jeden Fall wichtig ist, dass alle Spaß dran haben. Na, es soll auf jeden Fall viel gelacht werden. Ich sage auch immer gerne auch mal, da so ein bisschen sich aus seiner persönlichen Komfortzone zu bewegen. Und was eben so schön ist, was ich auch beim Improvisationstheater sehr schätze, ist das heiter Scheitern. Also wenn man mal was in Anführungsstrichen falsch macht, dann ist es nicht schlimm. Eher feiert man sich für die Sachen, ne, die nicht funktionieren, weil das eben das Wichtigste ist, weil, ne, im Impro-Theater normalerweise, wenn man auf der Bühne ist, sagt man immer, das Publikum freut sich oder feiert eigentlich den Spieler am meisten, wenn sie eben Fehler machen, weil das halt einfach zeigt, dass man menschlich ist und wie gesagt, und dann hat man Spaß und dann ist es auch, dann passt es auch schon. Ansonsten genau, dass sie gerne auch was für ihre Praxis mitnehmen, je nachdem, wo sie eben unterwegs sind. Wie gesagt, ne, ob man Führungskraft ist und sagt, es gibt auch viele Übungen zum Thema Führung. Das, wie gesagt, würde ich ein bisschen an der Gruppe gucken. Entweder genau, oder wie mache ich eben in Workshops oder Trainings oder in Teambuildings gute Check-ins, Check-outs, mal die anderen, als die man die so vielleicht schon kennt, ne? Einfach inspirierend zu sein und mit der Gruppe auch gerne zu überlegen, wie man es vielleicht anpassen kann, weiterentwickeln. Es soll ja praktisch sein. Das auf jeden Fall. Das ist ja quasi unser Motto. Heißt das, müssen wir irgendwas mitbringen für deine Session? Nein, einfach nur eben, dass man, wir hatten mal gesagt, Mut schadet nicht, sich darauf einzulassen, und gerne auch ein bisschen Spaß, sich körperlich zu bewegen. Keine Sorge, wenn es 40 Grad hat, dann kann ich das schon ein bisschen anpassen. Also keiner wird am Ende des Tages am Boden japsend liegen mit hochrotem Kopf. Genau, also grundsätzlich hoffe ich mal, dass alle auch so oder so bequeme Kleidung haben. Und das Schöne ist, wenn das Wetter schön ist, werde ich auch sehr, sehr gerne mit der Gruppe draußen sein. Das heißt, kein PC, kein Internet, sondern wir können uns da schön auf dem HTW Campus austoben. Und insofern, genau, eine bewegungsreiche Session. Deswegen habe ich sie ja auch relativ nah an die Mittagspause danach gelegt, um dieses Mittagstief zu überwinden. Also wahrscheinlich sind auch ein paar Energizer dabei. Sehr smart. Okay, also das heißt ein bisschen Mut, ein bisschen Spontanität und gemütliche Klamotten. Was nimmst du denn daraus mit? Hast du damit irgendein Ziel? Und was bringst du dafür mit? Na, für mich ist immer schön, auch in so einer Gruppe, wie gesagt, oft kommen dann noch mal tolle oder neue Ideen, ne, wie man was noch anpassen kann oder wo man etwas einsetzen kann. Also das würde mich bestimmt auch noch mal inspirieren, denn alles ist ja, also ich habe ja auch nicht die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Und insofern, und ja, mir macht es auch immer sehr viel Spaß zu sehen, was die anderen dann aus diesen, also ne, diesen kleinen Inspirationen dann machen. Also daher einfach Freude mit der Gruppe, weil du erlebst ja dann insgesamt was. Ich fühle mich da jetzt ja nicht als die Trainerin, das ist ja auch nicht das Ziel. Natürlich kenne ich die Übungen, werde die so ein bisschen erklären, aber ich würde zum Beispiel auch immer mitmachen. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Also, weil das macht einfach Spaß, auch zusammen in so einer Gruppe was zu erschaffen. Und genau, und einfach mal zu gucken, was die anderen so sagen, wo sie das sich für sich vorstellen können, einzusetzen oder für sich. Manch einer sagt vielleicht auch, ich habe gar keine Trainings oder Teams, aber ich möchte das für mich nutzen, wie ich meinen Alltag anders gestalte. Und daher, ja, bin ich da einfach gespannt, was auch die so für Wünsche haben, weil ich mich da gut und gerne auch ich improvisiere dann einfach, auch mit den Übungen. Ich habe natürlich ein paar im Kopf, aber ich kann tatsächlich auch mein ganzes Konzept wegschmeißen und einfach spontan was anderes machen. Also daher,
Auch da mein heiter Scheitern. Ja. ja. Aber das klingt schon mal sehr interessant. Das klingt auch so ein bisschen, als ob wir da als Teilnehmer vor allem Inspiration rausziehen können, sowohl für uns als auch für den Arbeitsalltag vielleicht. Willst du da noch was ergänzen? Nee, und ich hoffe eben, wie gesagt, auch eine schöne Zeit, also viel Freude, dass es Spaß macht, dass man da mit einem guten Gefühl rausgeht, ne? Auch wenn man sich vielleicht zum Kasperle macht. Das gehört dazu. Aber das ist nicht schlimm, das darf auch mal sein. Also man darf auch das Kind aus sich mal rauslassen, das Spielkind, oder auch ja, einfach Spaß haben. Und dann noch eine Frage zu dir persönlich. Sollten wir noch was über dich wissen oder willst du uns noch mal erzählen, wie bist du eigentlich zum Impro-Theater gekommen? Kennst du dich da aus oder war das jetzt so eine spontane Idee, weil du Lust hattest? Genau. Also ich habe eigentlich schon immer Theater, also klassisches Theater gespielt, schon als Kind. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich sage immer, das war meine Form der Kreativität. Ich kann weder gut malen, also oder leidlich zumindest, oder ja, singen Liegt im muss man im Auge des Betrachters. Impro-Theater auch. Das geht so, ne? Aber es ist eher so der Duschengesang. Das ist also in Ordnung. Und ich spiele auch kein Instrument. Und das war immer meine Art der Kreativität. Und habe dann eben, als ich einen sehr ja, reiseintensiven Job hatte hier, also vor ja, gut 10 Jahren, habe ich dann gesagt, ja, das klassische Theater ist schwierig, ne? Da brauchst du dich, wenn du die Probe mal ausfallen lässt, das geht nicht. Und dann bin ich wieder zurück zum Impro-Theater gegangen. Das kannte ich von früher auch so ein bisschen. Da habe ich früher so ein bisschen beim Aufwärmen und auch zum vielleicht Szenen entwickeln, die hast du das genutzt. Und seitdem mache ich das. Ich habe sogar eine eigene Gruppe hier in Berlin seit 9 Jahren, die Ionen Berlin. Und wir treten auch regelmäßig auf. Und ja, mich beeinflusst halt mein Impro-Theater sehr stark im täglichen Arbeiten. Also ich halte viel Trainingsworkshops und bilde eben auch meine Kollegen und Kolleginnen zu E-Trainern aus und finde auch schön, gebe meinen Klienten, wenn ich die berate, auch viele Tipps aus dem Impro-Theater mit, eben gerade dieses Mal die Komfortzone zu verlassen, dieses heiter Scheitern. Und das finden die Leute sehr schön, ne? Und dadurch ist auch meine Sprache sehr bildlich geworden, weil ich eigentlich lustigerweise, wenn Leute mir was sagen, eigentlich sofort Bilder im Kopf habe. Manchmal die falschen, aber trotzdem sind Bilder kommen rauf. Und das finde ich halt schön. Und ich, also daher, das nutze ich gerne und da freue ich mich, wenn ich da auch ein bisschen weitergeben kann. Aber wie gesagt, auch man lernt immer von den anderen dazu, weil wenn jeder was tut im Impro-Theater, nimmst du ja von jedem was mit, ne? Und jeder ist ja individuell. Na, auch wenn man was zusammen macht. Genau. Und was ich halt mag, dieses nicht Vorbereitete, dieses mal sich spontan auf sowas einlassen, wo man gar nicht weiß, was passiert. Das klingt auf jeden Fall richtig spannend und klingt so, als ob wir da auf jeden Fall eine Expertin an der Hand haben, die uns da mal reinführen kann, weil also ich habe noch nie Impro-Theater gemacht. Wird ein Sprung ins kalte Wasser für mich, aber ich muss sagen, ich bin gerade echt gespannt drauf. Ja, schön. Das heißt, du bist vielleicht dabei. Dann lande ich wohl bei dir in der Session. Aber also ich, ja, ich finde es schwierig, weil die klingen irgendwie alle, finde ich, echt spannend. Nichtsdestotrotz, danke dir, dass du es vorgestellt hast. Sehr gerne. Und dann bin ich gespannt auf die Session. Ja, ich auch. Lassen wir uns überraschen. Sehr gut, dann bis dahin. Danke.